the power of the dark side, 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 side. Sammle, 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 sammle. Glaube ich, ein Quest-Symbol. Dann mach die Fähre kaputt. Das ist das dritte Ding, was kaputt gemacht werden muss. So. Das kommt erst. Also ruhig so konzentriert. Komm, spring du mal. Ach, ich hab gedacht, Fashion wäre gerade schon runtergesprungen. Ja, irgendwie habe ich das auch runtergeguckt. Schade, dass man nicht schubsen kann. Wow! Hui! Gut, ich dachte aber, wow, Foxy und dann. Gedacht, ich wäre runtergesprungen. Ja. Es wäre sowas, müsste noch geben, so von hinten, dann mit dem Spruch, das ist irgendwas. Sparta! Voll reingedreht und sie ist runtersegeln. Das ist immer der Laufweg. Autsch.
Wenn es schon kaputt ist, nochmal in den Ohr geschwungen. Ja. Jetzt sieht man gleich wieder, was du spielst. Man ist einfach so cool stark. Ich brauche gleich nochmal irgendwo, wo ich was verkaufen kann. Du kannst deinen Begleiter auch bei, über N verkaufen schicken. Also wenn er gerade nicht anderweitig irgendwie auf Mission ist. Eigentlich ist er schon wieder zurück, aber... Meldungen, Begleitung, Kontakte. Also normal über N gibt es dann das mit Möglichkeit, dass das Crewmitglied für dich verkaufen geht. Aber anscheinend muss er dafür da sein, um dann deinen Saftens mitzunehmen und ihn zu verkaufen. Okay, weiter. Egal wer das ist, drauf da! Steht zwar Lord drauf, aber wird schon... Wir werden niemals beweisen können, dass Lord Graatan hinter den Übertragungen gesteckt hat, die ihre Invasion ermöglicht haben. Aber das ist nicht wichtig. Jeder von Rang und Namen kennt die Wahrheit. Und Graatan verliert bereits an Einfluss und Unterstützung. Oh nein, ich glaube, ich habe eine Badekappe gekriegt. Oh, okay. Willkommen im Team! Ich habe einen Rock bekommen, der besser ist als meiner und... Was soll das Gelächter? Meine ist cooler, meine leuchtet. Meine, ich habe genauso ein Ding bekommen. Warte, ist die überhaupt besser als das, was ich hatte? Die Badekappen-Jos! Traurigerweise ist sie echt besser. Ich will jetzt sagen, wer ist hier uncool? Ja, wohl der Einzige, der so ein Ding nett hat. Oh, sehr geil! Außerdem trägst du jetzt mal immer noch einen Rock. So geil. Ja, Prinzessin Bedong End of War Mission. Per Schnellreise zurück ins Hauptquartier. Ja. Ich muss noch eine Minute warten. Ja, ich glaube, das Warten lohnt sich in dem Fall echt. Ja. Wenn wir ja schon warten, braucht jemand ein Stein? Also ein farbiger Kristall? Wo ist verschiedenen... das Hauptquartier? Ich finde Punkt mit. Das Sith Allerheiligste. Was für Farbpasche? Im Moment ist es blau.
Ja. Blau. Ja. Mit plus 41 Angriffskraft oder 41 Ausdauer oder auch 41 plus 41 kritischer Trefferwert. Nee, blau nehme ich nicht. Bäh. Blau ist Jedi. Foxy, wie sieht's aus? 41, 40, 39. Sehr schön. Macht er doch ein blauer Stab? Wer, ich? Ja. Ja, bin auch schon dabei, dauert aber leider 20 Minuten. Bis du musst doch auch zu Darth Barras oder wie auch immer bald für dich hier zuständig ist zurück, oder? Ich? Ja. Ja, Darth Barras. Aber wem ist denn zu Lord Sash? Darth Sash, bitteschön. Oh, Entschuldigung, Darth Trash? Trash, ja. Oh ja, sie ist jetzt Darth Trash, das passt. Können wir? Ich kann. Das Sith Allerheiligste, oben in der Mitte. Verreckst du da drüben? Nee. Nee? Nee. Niemals. Klang so. Willst du mich auf dem Boden gleiten sehen? Mhm. Wenn jetzt hinter. Hier ist doch nachher bestimmt auch jemand, wo man verkaufen kann, oder? Hier irgendwo, ja. Als ich dich in den Tempel der dunklen Seite geschickt habe, den Brecher zu holen, dachte ich, ich hätte dich zum letzten Mal gesehen, mein Schüler. Der Gefangene wird immer schwächer. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Tritt zurück und sieh zu. Ihr verschwendet eure Zeit. Ich werde nicht. Ja, der Brecher hat seinen Geist gewonnen. Ausgezeichnet. In seinem Zustand bleibt nicht viel Zeit, bis die Qual sein Hirn zum Schmelzen bringt. Er ist wahrlich ein Abbild quälenden Leids. Ich habe seinen Widerstand so lange erduldet. Der Anblick beschwichtigt meine Augen. Republikanischer Wurm, du hast die Information, die ich verlange. Sag mir alles! Ich bin vom Informationsdienst der Republik auf spezieller Mission, um einen möglichen imperialen Spion auf Nar Shaddaa zu enttarnen. Im Dienste des Jedi-Rates. Auf einen Verdacht von Meister Nomen Karin. Nomen Karin. Das ist ein Name, den ich nicht mehr hören kann. Ich nehme an, einer eurer Feinde. Mein längster und verhasstester Feind. Eine alte Wunde, die nicht aufhört zu eitern. Nomen Kar ist ein Jedi-Meister, der die Sith infiltriert hat. Ich konnte ihn stellen, doch er tötete mich beinahe und floh. Er will unbedingt beweisen, dass die Sith Spione in den Rängen der Republik und der Jedi haben. Ich konnte ihn stets abwehren, doch er... Es gibt Geschenke!
Wie konnte Nomen Kar meinen Spion auf Nashadar vermuten? Bei mir labert ihn noch. Sag es mir, republikanischer Wurm. Was hat ihn alarmiert? Meister Nomen Kar hat einen neuen Padawan. Sie scheint das Wesen aller Lebewesen zu erkennen. Sie spürt versteckte Dunkelheit und ungenutzte Reinheit. Erstaunlich. Ich habe nie gehört, dass die Macht diese Gabe verleiht. Sag mir, wie ihre Kraft funktioniert. Ich weiß nur, als Meister Nomen Kar sie nach Nashadar gebracht hat, das jetzt? Spürte sie Dunkelheit in eurem Spion, als sie ihn bloß da war noch was, aber frag mich nicht was. Was ist ein Padawan? So nennen die Jedi ihre Schüler. Es bedeutet, dass sie noch kein Jedi ist. Wenn diese junge Padawan-Schülerin Täuschung und Tarnung so leicht durchschauen kann, bedroht sie alles, wofür ich gearbeitet habe. Rede weiter, republikanischer Hund! Karl glaubt, dass die Fähigkeit seines Padawan unfehlbar ist. Doch der Jedi-Rat ist skeptisch. Ich sollte den Beweis liefern, doch ich konnte keinen Bericht erstatten. Noch ist kein Schaden angerichtet. Vielleicht noch nicht. Doch wir dürfen diese mögliche Untergangswaffe nicht... Na, wo bleibt unser Krieger hier? Wer ist diese Padawan-Schülerin, du republikanische Pest? Sag mir alles, was du über sie weißt. Man fand sie auf Alderaan. Ihre Kraft trat während der Ausbildung auf Tatooine in Erscheinung. Und Jedi haben einen anderen Agenten geschickt, um jemanden auf Balmorra zu untersuchen. Er wird ohnmächtig. Ist sie menschlich oder ein Fremdling der Jedi? Wo kann ich sie finden? Wie heißt sie? Ich muss diese Kappe loswerden. Die sieht doch gut aus. Das galaktische Schwimmteam. Ich will nochmal dahin, wo wir letztes Mal diesen Verkäufer hatten für die Rüstung, diesen, worum er das war. Der Brecher hat seinen Geist gelehrt. Warte mal. Mehr erhalten wir nicht. Nur ein paar zufällige Orte der Galaxis, du meinst, an denen Nomen Kar und seine bei der Flotte da oben, ne? Wenn wir da waren, dann ja. Bestenfalls vage Einzelheiten. Wo es die auf ganzen Gimmicks gab, wo wir waren, wo wir die Gilde erstellt hatten, gell? Mhm. Moment, ich hab was. Irgendwo hab ich was. Und diese Padawan-Schülerin mit ihren einmaligen Fähigkeiten bedroht alles, was ich erreicht habe. Deine Pflichten bringen dich wahrscheinlich in die entfernten Teile der Galaxis. Ich muss dich nach meinem Willen einsetzen. Du sollst dein eigenes Raumschiff erhalten. Du hast es dir verdient. Oh! Einen privaten Hangar im Raumhafen. Was du für Stiche. Ja, das bekommen, worüber ich es mir verdient habe. Ich hab nur quasi Müll Schrott bekommen. Ich bekomme von meinem Meister mein eigenes Raumschiff! Ich muss ja. Du bist nichts Besonderes, wie auch. Ja. Verschwende keine Zeit. Geh zu deinem Raumschiff in meinem Hangar und warte auf weitere Befehle. Ja, lasst uns verschwinden, bevor er mir noch sagt, ich soll hier sauber machen. Boah, hat er mir ein schwaches Lichtschwert gerade hingeworfen. Was ist mit dem? Ich habe auch ein schwaches Lichtschwert bekommen. Stark. Doch ihr könntet noch stärker sein. Zeigt keine Gnade. Dann auf und wir holen uns unser Raumschiff. Was ist denn da an? Ich? Ja, wenn ich das gleich was sehe, dann... Ich gefall mir an. Ich mir auch nicht. Darum will ich mal dahin, wo wir letztes Mal waren, zum Kaufen. So viel Geld, das muss doch zum Fenster rausgeschmissen werden.
Wenn wir jetzt unser eigenes Schiff dann in Anspruch genommen haben, können wir ja danach überall hinreisen, in der ganzen Galaxie. Da kannst du dir das holen. Tatooine, ich will zum Podracer rennen. Wie lautet der Bestimmungsort? Genießen Sie Ihre Gibt's das hier überhaupt? Raumhafengleiter, also der ganz rechts. Nein. Und wo bin ich gerade hingeflogen? Wenn du zum Lila dann hingeflogen bist, dann falsch. Super. Ja, ja, schnell, klick und nicht aufgepasst, gebabbelt, ja. Wow, kann man das nicht irgendwie abbrechen, dass er schneller abbrecht? Du fliegst da halt jetzt erstmal hin und dann kannst du weiterfliegen. Okay, wo muss ich hin? Ganz rechts. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Auf deinem Schiff kannst du dann auch gleich verkaufen, Foxy. Cool. Oh, das Imperium-Symbol hier sieht ja auch cool aus. Ja. Wo? Da, wo du nicht bist. Ich glaube, das soll Drom und Kars heißen. Tja. Dann lass uns auf zum Raumschiff. Zum eigenen Raumschiff. Vielleicht lockt das Impi dann von dem Imperium-Symbol wieder weg. Ja, das zieht. Oder er kommt hier ins Staunen. Will so eine Fahne haben. Wenn du nicht alles für Fahnen haben willst. Meins ist links Nebetra. Ja. Ja, weil du ein anderes Raumschiff hast wie wir. Oder dasselbe, aber du hast einen eigenen Hangar. Aufzug. Also muss ich jetzt in den Hangar hochfahren. Genau, da wo das Dreieck ist. Das ist ja immer gekennzeichnet. Da wo du bist, ist golden hinterlegt und da wo du hin musst, ist ein Dreieck nebendran. Hm. Und da? Da habe ich den riesigen Raum, aber... Das sieht so geil aus. Warte, Foxy, wow. Wo stehst denn du? Ist der Aufzug. Ich glaube, es ist dasselbe, das wir auch gekriegt haben. Jetzt bin ich wieder im Aufzug. Schönes Schiff. Wollt ihr du musst dir das vom imperialen Agenten ansehen, das ist erst cool. Habt ihr etwas dagegen einzuwenden? Aber nein, ich wollte euch nur etwas zum Abschied schenken. Servanta Gratan schickt mich, um euch ein Zeichen ihrer Wertschätzung zu geben, für alles, was ihr für sie getan habt. Es wird euer Schiff deutlich verbessern. Hä? Jetzt bin ich wieder draußen. Ich bin zu blöd für den Scheiß. Nee, vorne mal mit dem Fahrstuhl hin. Um ihre also wenn du drin stehst, musst du das Symbol unter dir anklicken. Ja, in diesem Hangar. Das ist nicht die übliche Vorgehensweise. Genau. Und dann bin ich in einem riesigen Raum und... Genau, und dann läufst du. Geschenk an euch hat. Du stehst jetzt quasi da, ich stehe bei dir. Guck mal auf die Map und schau mal, wo ich hinlaufe. Lord Gratan ist tot. Mir. Verschwendet eure letzten Atemzüge nicht auf leere Drohungen, die ihr nicht wahrmachen könnt. Ich habe schon alle Jetzt gehen wir hier links getötet. Die Treppen hoch. Jetzt seid ihr an der Reihe. Und dann bekommst du eine Videosequenz. Ah.
Ich hatte die auf der Map kennzeichnen, wo ich hin muss. Das funktioniert immer. Ne, bei mir nicht. Okay. Ich hab nur im Aufzug irgendein Zeichen gehabt, das war's aber auch schon. Okay. Dieses Riesending da unten gehört jetzt mir. Mhm. Hm. Und dann läufst du da, wo du die Glasscheibe hast, wo du siehst, läufst du dann runter Richtung Raumschiff. Ich bin unterm Raumschiff. Okay. Durch den Eingang. Da ist doch eine Treppe, die da runter geht, schräg. Was? Am Heck. Ja, hinten. Am genau, und da läufst du hoch an die Tür, die blau leuchtet. Dann rechts klick. Dann bekommst du wieder eine Videosequenz. Ich bin jetzt auf diesem Schiff, oder was? Genau. Und da hast du dann auch nochmal verschiedene Quests. Quasi so eine kleine Einführung in das Raumschiff. Ich bin 2VR8, das Mädchen für alles auf diesem Schiff. Sie müssen mein neuer Herr sein. Ein netter, freundlicher Herr. Immer schön langsam. Welche Funktion übernimmst du auf meinem Schiff? Ich bin für eine Vielzahl von Funktionen programmiert, darunter unter anderem die Zubereitung von Mahlzeiten, die Schiffswartung, Reinigungsdienste und Etikette. Willkommen an Bord dieses imperialen Abfangjägers der Fury-Klasse, einem vielseitigen Schiff, das die Manövrierfähigkeit eines Raumjägers mit einer Bewaffnung kombiniert, die auch größeren Militärschiffen trotzt. Sie finden hier alle gewohnten Annehmlichkeiten sowie einen eigenen Kapitänsspind für die Aufbewahrung von Wertgegenständen. Die Astrogationskonsole enthält eine ständig aktualisierte Karte der bekannten Galaxis. Die interstellare Kommunikation wird über das Holoterminal des Schiffs aufgerufen. Wichtige und nützliche Hinweise finden Sie in der... Ist auf dem Raumschiff sonst noch irgendwas, was ich machen muss, außer mit dem Reden? Beim Intercom des Schiffs können Sie Ihre Crew über neue Befehle informieren. Haben Sie noch Fragen? Ui. Betten. Kannst du wenigstens für Sicherheit sorgen, solange ich nicht an Bord bin? Ich bedauere, dass ich Sie im Kampf nicht unterstützen kann, aber mein Gestell würde dem Stress nicht standhalten. Sollten jedoch Probleme auftreten, die unter Ihrem überlegenen Niveau sind, zögern Sie nicht, sie mir zu melden. Meine Funktion ist es, Ihnen zu dienen. Wenn Sie bereit sind, aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf. Sie wird die gewünschten Astrogationskoordinaten programmieren und die Triebwerke aktivieren. Alles so gleich aus in dem Ding. Ich nehme an, du bist mit dem Raumschiff zufrieden. Es ist ein herausragendes Schiff. Oh. Ich hoffe, es wird dir gute Dienste leisten. Es gibt viel zu tun. Muss ich jetzt nach diesem Valmora aufreißen? Meine Feinde vernichtet werden. Norman Carrs Bemühungen, meine Spione zu entlarven und dem Jedi-Rat die Macht seines Padawans zu bereisen, müssen scheitern. Du wirst voll und ganz in dieser Aufgabe aufgehen. Wo soll ich beginnen? Die Informationen, die wir von diesem republikanischen Agenten erhalten haben, werden uns leiten. Wir wissen, dass unser Spion auf Nar Shaddaa überwacht wurde. Wir wissen, wo diese Padawan-Schülerin gefunden wurde, wo sie ausgebildet wurde und dass die Jedi jemanden geschickt haben, um meinen Spion auf Balmorra zu entlarven. Der Padawan muss aufgespürt und vernichtet werden. Aber zuerst musst du mein Netzwerk schützen, indem du meine Spione auf Balmorra und Nar Shaddaa zum Schweigen bringst. Warum ruft ihr eure Spione nicht einfach zurück? Ihr Verschwinden würde Verdacht erregen und die Anschuldigung der Padawan-Schülerin untermauern. Meine Spione müssen sterben. Meine Kontakte auf Balmorra und Nar Shaddaa werden wissen, was zu tun ist. Deine Aufgaben sind von höchster Bedeutung, mein Schüler. Sei grausam, sei zornig, sei tödlich. Uff.
vom eigenen Schiff nochmal ein Level gemacht. Also, hey, Sith von fragwürdigem Temperament? Ich habe mich extra gut benommen. Ist euch das aufgefallen? Also, oh, ich denke, wir haben hier auch einen sehr schönen Abschlusspunkt gefunden. Abnehmen würdet. Auf dem eigenen Schiff, bevor wir zum nächsten Planeten reisen. Gib mir dein Wort, dass du weiterhin gehorchen wirst. Wie wäre es, wenn ihr weniger gehorsamkeitsfixierte Anweisungen geben würdet? Wenn ihr mit mir redet wie mit einer Person und nicht wie mit einem Haustier? Du kannst wirklich nicht gebrochen werden, oder? Oh. Das ist so eine Erleichterung. Also, was jetzt? Ich meine, wir sind Millionen von Meilen weit weg von irgendwas und ihr habt das einzige Schiff. Vergiss niemals, dass du mein Eigentum bist. Sonst hättest du im Imperium auch eher schlechte Chancen. Ihr habt ein wirklich merkwürdiges Bild von der Galaxis. Wisst ihr das? Ah, ziehen wir einfach weiter. So, mit meinem Gefährt habe ich jetzt auch noch gequatscht. Die scheint aber immer noch was zu... Egal. Sieht man dann beim nächsten Mal. Wir verabschieden uns wieder von euch. Haut rein. Möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao. Tschüssi. Ciao. Und ich habe jetzt ein blaues Lichtschwert. Wenn er das sieht, weil er müsste bei seinem Kanal vorbeischauen. Tschüss.